Hallo liebe Schützen, herzlich willkommen zu eurem Sternzeichen-Orakel für die zweite Hälfte vom September. Schön, dass ihr da seid. Wir schauen direkt mal rein, was euch erwartet vom 15. bis zum oder vom 16. bis zum 30. September. Das Sternzeichen-Orakel für die erste Hälfte vom September verlinke ich euch am Ende von diesem Video. Könnt ihr gerne draufklicken, falls ihr möchtet. Dann werdet ihr weitergeleitet zum entsprechenden Video. So, nun schauen wir rein für die Schützen, zweite Hälfte im September. Was kommt? Liebe. Liebe umgibt all deine Verbindungen. Schreite positiv voran in allen Bereichen in deinem Leben. Und das ist das, was ich hier auch wahrnehme. Es geht nicht nur um die Liebe zu einem anderen Menschen, sondern es kann auch sein, dass es um die Liebe zu deinem Beruf geht, zum Beispiel die Liebe zu einem bestimmten Projekt. Natürlich auch die Liebe zu dir selber, die Liebe zum Leben allgemein. Aber Liebe ist hier Thema und das ist sehr, sehr schön. Das ist interessant. Hier an der Unterseite haben wir noch den Berg. Und ich habe gerade wortwörtlich dieses Sprichwort gehört, die Liebe versetzt. Eigentlich heißt der Glaube versetzt Berge, aber ich habe gehört, die Liebe versetzt Berge. Die Liebe macht Unmögliches möglich oder scheinbar Unmögliches möglich. Die Liebe versetzt Berge. So, wir schauen in die Tarotkarten rein. So, was haben wir hier? Den Pagen der Münzen. Sieben Stäbe. Der Eremit. Der Hierophant. Die neun Münzen. Sieben Münzen. Ritter der Münzen. Königin der Schwerter. Zehn Münzen. Und der Turm.
der Page der Stäbe an der Unterseite des Decks. Sehr viel Münzenergie, muss ich sagen. Ich nehme Liebesthemen, so im romantischen Sinne, nehme ich eher zweitrangig wahr. Also nimm es, wie es für dich resoniert. Es kann wirklich sein, wenn du offen bist für die Liebe, für eine, also wenn du das willkommen heißt in deinem Leben, dann ist die zweite Hälfte im September gut dafür, sozusagen, ja. Aber mit der Münzenergie nehme ich eher all die anderen Bereiche in deinem Leben wahr. Mit den neuen Münzen ist das eine unabhängige Energie, genauso wie mit dem Eremiten, die Königin der Schwerter. Es geht eher um dich selber. Und ich sehe dich hier, dass du hart gearbeitet hast für das, für den Standpunkt, wo du jetzt stehst. Du bist fleißig gewesen. Hast alles gegeben, um da zu sein, wo du jetzt bist, sozusagen. Ja, also das ist so eine Position, wo du sagen kannst, du fühlst dich reich. Ja, das ist ein Gefühl von innerem Reichtum, eben womöglich auch äußerem Reichtum. Materiell gesehen, finanziell gesehen, dass es dir hier gut geht, gut gehen darf. Das ist eine sehr selbstständige Energie, unabhängige Energie. Vielleicht hast du auch eine gewisse verantwortungsvolle Position in deinem beruflichen Umfeld, im beruflichen Bereich. Das ist ein großes Ansehen, das du auch genießen darfst hier. Das ist eine Energie von, wie gesagt, Wohlstand, auch Besitz oder materielles Glück. Eine tiefe Zufriedenheit über das, was du erreicht hast, sehe ich hier. Und du darfst auch zu deinem Erfolg stehen, du darfst zu deinem Wohlstand stehen, du darfst dich so zeigen. Und es ist wichtig, dass du das dir von irgendwelchen Neidern auch nicht vermiesen lässt oder von Menschen, die dir irgendwas madig reden wollen oder so. Also du hast für dich persönlich, lieber Schütze, die richtigen Entscheidungen getroffen für deinen Weg, so sieht es aus. In Liebe zu deinem Weg, in Liebe zu deinem Projekt, zu deiner Berufung, das, was du gerne tust, was du anstreben und erreichen möchtest. Das ist das, was ich hier sehe. Ich sehe dich erfolgreich, absolut. Und ehrlich gesagt sehe ich es auch positiv weitergehen im Bereich Beruf, Projekte. Dinge, die du aufbauen möchtest, die du voranbringen möchtest. Finanziell sehe ich es ziemlich gut bei dir weitergehen. Ich sehe es ehrlich gesagt bergauf gehen. Wenn du, ich sehe hier Lohnerhöhungen, Gehaltserhöhungen, Beförderungen, die möglich sind für die Schützen. Und es ist auch verdient. Also wenn du so etwas bekommst, dann wisse, dass du es wirklich verdient hast. Das darfst du auch annehmen, das darfst du wertschätzen. Ja, ja, das darfst du dankbar annehmen. Was ich hier wahrnehme ist, dass im Laufe deines Weges, dass dir Menschen begegnen, die dich in Frage stellen. Das ist so eine Energie von, ich muss meine Position behaupten hier, also puh. Und das liegt auf der herausfordernden Position, weil es wahrscheinlich so ist, dass es nicht nur einmal, dass du nicht nur einmal in diese Situation kommst, wo du dich behaupten musst, wo du deine Position, deine Stellung, dein Erreichtes verteidigen musst und anderen Menschen Grenzen ziehen musst, sondern dass es eben häufiger ist. Dass es wiederholt ist, dass du einfach dauerhaft jemanden um dich rum hast, der dich in Frage stellt. Jemand, der vielleicht auch meint, Dinge besser wissen zu müssen wie du, ständig Kritik an dir ausübt, sich ständig einbringt in deine Angelegenheit. Ich meine, Kritik und wenn sich Kritik ist nicht immer schlecht. Oder wenn sich jemand einbringt, eine andere Perspektive ist auch mal gut.
Ja, wenn man, es ist, es kann gut sein, ja. Aber ich nehme das halt hier so wahr, dass es zu viel ist und dass sich jemand einfach in deine Belange einmischt, ungefragt auch. Und dich in Frage stellt, das, was du, die Projekte, die Vorhaben, an denen du dran bist, sozusagen, ja, obwohl du eigentlich ziemlich erfolgreich unterwegs bist. Aber das ist so diese Person hier, diese Königin der Schwerter. Das kann auch ein König sein oder halt Mann wie Frau, das ist egal. In allgemeinen Orakeln, aber das ist so das, was dieser Mensch zu sagen hat. Du möchtest das nicht an dich ranlassen, weil du möchtest deinen persönlichen Weg gehen. Du möchtest deine Werte verfolgen, deine Ideale verfolgen. Du möchtest dir selbst treu bleiben. Du möchtest hier etwas auf deine Art und Weise anpacken, anstoßen und wachsen lassen. Auf deine Art und Weise, nicht auf die Weise der anderen Person. Weil das, was du hier tust, das liebst du. Das machst du gern. Und so soll es weitergehen. Du möchtest da eine große Portion Liebe mit reingeben, Hingabe mit reingeben. Ja, ich habe auch in der Vergangenheit schon für die Schützen gesagt, ihr möchtet etwas auf eine andere Art und Weise machen. Und hier ist halt dieser kritische Mensch. Die Königin der Schwerter steht nicht unbedingt für ein offenes Herz und dass sie den Weg ihres Herzens geht und sich nach ihren Gefühlen leiten lässt, was ich, ne, sie ist so rational bei den Fakten, bei der Theorie. So war das schon immer, so hat sich das theoretisch bewährt, so machen wir das weiter. Das ist aber nicht, was du willst. Du möchtest etwas auf eine andere Art und Weise machen. Weniger aus diesem theoretischen Aspekt heraus, sondern mehr aus der Liebe heraus. Du möchtest etwas anders machen, mit Liebe kreieren, aus der Liebe wachsen lassen. Und dann kommt eben diese Person, die etwas aus einem anderen Standpunkt sieht und kritisiert dich, ja, und das, was du tust. Ich nehme das jetzt so wahr, dass diese Person irgendwie das offensichtlich macht, aber man versucht halt einfach sein Wissen an dich ranzubringen. Das ist wie diese Person redet halt ungefragt in deinen Projekten mit, in deinen Vorhaben mit. So, dann haben wir hier einen Turmoment und den nehme ich eigentlich als positiv wahr. Ich möchte allerdings noch mal genauer reingucken, wie sieht der Turm aus? Weil der Turm ist so eine Energie von alte Strukturen zerbrechen jetzt endgültig. Alte Strukturen haben jetzt endgültig hier nichts mehr zu sagen. Und das ist ja das, was diese Person eigentlich aufrechterhalten möchte, die alte Struktur. So nehme ich das wahr. Der Turm ist hier im Grunde eine Befreiung, ein Umbruch, der hier stattfindet. Das kann für andere Menschen schockierend wirken, aber dieser Umbruch findet hier definitiv statt, sonst würde sich der Turm nicht zeigen. Das ist die Zerstörung von alten Strukturen und gleichzeitig die Erneuerung in Liebe auf eine andere Art und Weise. Das ist eine Veränderung hier in Bezug auf die Wertvorstellungen, die Überzeugungen, die Ideale. Alte Strukturen brechen hier ein. Die lässt du einbrechen, liebe Schützin. Weil du weißt ganz genau, du hast selber Erfahrung, du bist selber weise, du hast selber gelernt aus der Vergangenheit, du hast selber dein Wissen, du hast selber gelernt. Du weißt, wer du bist, du weißt, was du willst und was du umsetzen möchtest, das weißt du ganz genau. Also brauchst du diese Ratschläge nicht von dieser Person, ja. Es ist ungefragt, so kommt mir das durch. Ja, da ist die Liebe wieder, ne? Die Liebenden. Diesen Umbruch
lässt du stattfinden für das, was du liebst, für den Weg des Herzens, für die Liebe. Die Liebenden zeigen hier nicht unbedingt, wie gesagt, wenn es für dich ein Thema ist, Liebe, okay, dann mag das auf dich zukommen, aber ich nehme hier eher die anderen Bereiche wahr, die dir am Herzen liegen. Der Turm darf jetzt einstürzen zugunsten von dem, was du liebst, von dem, was du für richtig hältst, ganz tief in deinem Herzen. Die Liebenden zeigen auch immer eine Entscheidung an, dass man sich aus der Komfortzone rausbewegt. Die Komfortzone ist ja das, was diese Person aufrechterhalten möchte. Das, was man kennt, so wie es bisher immer war, so wie die Traditionen waren und so weiter und so fort. Ja, das ist der berufliche Bereich, absolut. Und Projekte, das, die 8 Münzen bestätigen das Gleiche jetzt nochmal. Und dabei bist du aktiv dran, das umzusetzen und alte Mauern zum Einstürzen hier zu bringen, alte Wertvorstellungen, alles, was ich gerade eben gesagt habe. Der Herrscher, und das machst du sehr souverän. Sehr souverän triffst du hier Entscheidungen. Und du bist dabei, neue Strukturen eben aufzubauen. Das ist nicht so, dass der Turm hier einstürzt und danach kommt nichts mehr. Nein, du möchtest ja neue Strukturen aufbauen. Mach dir klar, was du willst. Du weißt, was du willst. Weißt du, was du willst? Weißt du wirklich, was du willst? Oder weißt du nur, was nett wäre, schön, was du gerne hättest? Oder aber keines davon. Du weißt nur, was du auf keinen Fall willst. Immerhin ein Anfang. Besser als gar nichts. Aber kein Einsatz für die gewaltige Kraft eines klaren Zieles. Du kannst vieles erreichen, vielleicht sogar noch viel mehr, als du denkst, aber nur, wenn du weißt, was du erreichen willst. Und dieses, du kannst vieles erreichen und sogar noch viel mehr, das ist wieder diese bahnbrechende Energie, die ich in der Vergangenheit schon bei den Schützen gesehen habe. Du kannst vieles erreichen und noch viel mehr, wenn du auf dich selber hörst. Deswegen ist das ja so wichtig. Wenn du auf dich hörst und nicht auf diese außenstehende, die Person in deinem Umfeld. Oder wenn es keine, was ich auch gerade reinkriege, wenn es bei dir keine Person ist, die sich irgendwie unmittelbar in deinem Umfeld befindet, dann diese Person kann auch ein Buchautor oder eine Buchautorin sein, Ratgeber, die du liest oder Lehrbücher, irgendwelche, ja, lehrenden Worte, theoretische Bücher, theoretische Texte. Ja. Und davon möchtest du abweichen. Das ist toll. Das ist eine richtig mutige, schöne Energie. Du kannst wirklich Bahnbrechendes erreichen. Wenn du deinem Inneren folgst, wenn du dir treu bleibst, dann kannst du hier wortwörtlich Berge versetzen. Und du bist dabei beschützt von der geistigen Welt. Liebe Schütze, also das ist wirklich wieder ein ganz wundervolles Orakel. Danke, dass ich für dich legen durfte. Und wenn du magst, sehen wir uns gerne beim nächsten Orakel wieder. Mach's gut. Bye, bye.